Einen wunderschönen guten Morgen bei Black Tree Gaming. Heute wieder LS22, so rum. Hoppala. Ja, Waldi-Projekt geht weiter. November 2. Wir gehen einmal Milch verkaufen. Weil wir haben heute ein größeres Projektchen vor. Und zwar möchten wir ein Gärrestelager bauen. Gärreste-Lager bauen, weil der Phil hat schon viele Gäreste übrig. Die wollen wir dann vertickern. So, schauen wir mal kurz. Milch. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Milch. Gott, Tischpreis, scheißegal. 1240, Fuchsschub 1203, Gartensender. Fahrerstall zum Gartensender. Sagen wir, Schläuche sind angeschlossen. Logisch zu. Und ab geht die wilde Fahrt. Da dreht sich die Zapfwelle. Da hinten fließt die gute Milch. So. Nein, Gebäude, Silos.
Ja. Hiermit kann Gärreste angeliefert werden. Boah, super, alles klar, dann mache ich mich kleiner auf den Weg. Super geil, ich freue mich. Und dann kannst du gleich Gülle mitnehmen, gell? Ist das so? Ja. Nur die Frage, wie wir es machen mit dem Mist, ne? Der Mist muss ja irgendwie runterkommen, aber die Gärreste hoch. Oder soll man einfach so sagen, Wie meinst du? Ja, durch den Mist machst du ja auch Gärreste und durch Silage. Ja, Moment, Mist hole ich ja mit dem Hänger. Genau, deshalb frage ich ja jetzt, wie machen wir das? Ja, wie? Ja, Mist rechnen wir ja weiterhin ab. Können wir ja nicht tauschen. Achso, ich habe gedacht, du kriegst Mist und Mist und Gülle einfach immer umsonst und ich krieg dafür Gärreste umsonst. Einfach alles, was wir haben. Du kriegst Geld für das Mist. Okay. Und Gärreste und Gülle tauschen wir. Immer 1 zu 1 Tausch. Ja. Okay. Oder? Ja, ja, ich weiß jetzt halt nicht, wie viel Gärreste ich brauche, weißt du? Wie viel Gülle ich produziere, wie viel Gärreste ich brauche. Du kannst ja grob rechnen mit dem Dingrechner. Ja. 40, 44, 84, 110.000 pro Düngung. Aber so viel Gülle mache ich halt nicht im Jahr. Was machst du nicht? Glaube ich nicht. 330.000 Liter. Hä? Ja, mal gucken jetzt einfach. So meinst du das? Ja, nee, das gucken wir jetzt halt mal. Wenn nicht, dann ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich die Menge an Mais, an Mist dir gebe und weiß quasi wie bei Gülle, dass man sage, wird genauso behandelt. Verstehst du, was ich meine? Nee. Moment. Das Blut drehen. Quasi Gülle und Gärreste machen wir 1 zu 1 Tausch und Mist und Gärreste halt auch. Problem ist halt dann die Fahrerei. Weißt? Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dir Mist mit dem Hänger runterbringe und du mir halt irgendwann Gärreste hochbringst mit dem Fass, aber halt leer runterfahrst. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber was meinst du, wie viel Mist du in deinen Hänger reinkriegst? 20.000 oder so? Ich habe einen Top-Hänger, sag nichts gegen meinen Hänger. Jetzt überlegst du. Ja, jetzt machen wir es erstmal so, wir tauschen 1 zu 1, Gülle gegen Gärreste. Ja. Vorerst. Ja. Und wir mischen, überlegen wir uns dann noch was und dann wir sehen ja dann mal, wie viel... Was rauskommt, genau. Genau, was wir brauchen und so. Ja, du willst ja vielleicht auch irgendwann selber düngen, ne? Oder? Hast du mal gemeint? Ja, aber jetzt hast du jetzt gesehen, wie schnell ich Gärreste jetzt... Ja, klar, weil du aus der Silage und aus der Ding auch... Gärreste kriegst. Ja, eben. Genau. Ja, das. Jetzt gucken wir einfach, das kriegen wir schon hin. Genau. Gut. Passt. Also gut, dann. Bis gleich, warte ich. Ich glaube, ich gleich auf der Weg. Warte, ja. Ich schaue, ob ich genug Gülle da habe. 30.800. Ja, super, perfekt. Jo. Wunderbar. Also, bis gleich. Na, bis nachher, ja, gleich. Tschüssi. Ciao. Kleine Dorizi.
Gerste in Mittelberg. Ali, Ali. dass du jetzt da rumfährst, auf dem Hinweg sogar, ist ja absolut bekloppt. Sorry, aber das verstehe ich jetzt gar nicht. Warum? Da fährst du doch geradeaus dann quasi, musst du den Berg runter und jetzt fährst du aber rechts, wo du brutal hoch musst und quasi auf selben Niveau wieder zurückkommst. Ja, ich habe gedacht, das schaffe ich mit dem Lockerer. Ja, sieht nicht so aus, wenn wir Ja, ehrlich nee, sind. das wusste ich ja jetzt nicht. Ich habe aber gedacht, wenn der 415 PS ziehe ich den jetzt schon relativ schnell an den Berg hoch. Nicht wirklich, oder? Ja, gut, schneller wie vorher auf jeden Fall. Hm, klar. Aber ja, Gut. ich bin jetzt noch nie mit einem vollen Fass hochgefahren, weißt du? Stimmt, ja. Stimmt, klar. Habe ich jetzt ja auch noch nie. Ja. Deswegen. Und ansonsten ist dann nachher nur der Stich bei der BGA, da nach der BGA das Ding hoch, gell? Da hoch, Beim ja. Lin, ja doch, beim Lin liegt da noch. Das ist auch noch ein steiles Stück. Das ist ein steiles Stück, ja. Weißt du? Aber das Und das einzig ist. steile Stück. Nee, noch. Nee, das ist vorne dran ja noch. Ja, aber so. Ach, nee, sonst geht's nur bergab. Oder? Nee. Nee, ich habe nochmal einen Buckel drin. So habe Okay. ich, wenn ich jetzt so wie ich jetzt fahre, habe ich zweimal praktisch den gleichen Anstieg drin. Okay. Plus halt jetzt bei dir das, aber das habe ich ja so oder so, die Strecke Ja, eben, das hast du so da. oder so. Den schmalen Weg da jetzt hoch. Ich wohne halt am Berg. Ja, es geht, also so ist jetzt nicht, aber. Genau. Wenn wir mal einen Mitarbeiter haben nächstes Jahr. Eben, also ich werde auf jeden Fall einen anmelden. Ja, ich auch. Halt die Lohnsteuer zahlst du im Jahresvoraus, ne? Da hast du welchen für ein Jahr an und Dann hast du ihn, genau. dann hast du ihn. Oder nicht. Genau. Wenn das Oder auch nicht. zu geizig warst. Aber ich werde. Ich glaube schon, dass ich mir einen zulegen werde. Vielleicht ein bisschen Lohnaufträge noch ballern. Keine Ahnung. Muss mal gucken. Aber gut, Ja. dann bis Okay, also ich gleich. bin gleich bei dir. Jo, Ja? tschüssi. Bis dann, ciao. Na, so.
Da kommt er angeschlichen. Servus. Dali. Meine erste Gäre. Oh, läuft jetzt schnell. Die Flüssigkeit kann ich sehen. Brauchst halt doch einen 10,50er Phil. Naja. Morgen. Boah, ja, Dezember. Dezember, komm. Lass, mach genau, doch nicht so viel Zeit. Naja, Nicht so viel Druck. Das Fass ist super. aber halt auch gewaltig, gell? Das Fass ist gigantisch. Die Räder. Das Ding ist jetzt, gell, ich habe jetzt 90, wenn ich jetzt das mitnehme, 95.000 Liter Preise von dir. Geil. Oh, scheiße, da ist eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Warte, ich mach sie zu. Ja. Okay. Mit der, ja, gibt es da so eine Spezialausgabe vom Katalog Pumps and Hoses? Könnte man eigentlich so ja? Direktverbindung machen bei meinem Ja, kann ich Kühlelager in dein eine Ding? komplette Leitung legen, ja, Genau, habe ich ja, schon mal ich gesagt. brauche mal 20 Träger, die dazwischen drin stehen und die Pumpen betreiben, aber. Einfach den Schlauch runterballern. Ja, genau. So eine Pipeline. Und dann wird Gärrest wieder hoch. Wie viel Mist hast du? 39.480. Na gut, muss mal gucken, was ich noch im Bunker habe, aber vielleicht hole ich dann auch noch. Muss gucken. Oh, da ist auch ziemlich Schaden auf dem Teil, gell? 34%. Ja, das muss ich jetzt alles noch reparieren. Ja, das kann natürlich auch leicht schon kosten, ne? Ja, klar. Nee. Ja. So, Also, gut, danke dir. bin wieder weg. 30.000 Liter. Ne, hä? Hast du Hä? Dünger schon? Warum habe ich jetzt hier nur 9.000 Liter Gülle drin? Wo? Güllebehälter sagt jetzt 9.000 Liter. Mit dem Ding hier. Jo. Da steht 9.000 Liter Gülle. Ich habe jetzt gerade 30.000, habe jetzt gerade reingeknallt. Ja. Aber ich habe 0.000, 0 Liter Gärreste. Gibt's noch mal eine Anzeige, dass du die irgendwo was hast? Nee, gell? Nur hier, oder? Ja gut, in der normale Escape-Übersicht. Ah. Nee, das kann nicht sein. Blockiert er mit dem? Das ist Diesel. Das ist Oder was? Diesel. Ja, aber da ist Diesel drin. Und da geht auch noch Diesel rein. Und ich hab jetzt 9.000 Liter Gülle gekriegt. Das ist ja passt, also passt nicht, aber es ist ein. Aber das Teil heißt doch nicht. Ja, halt. Geh in den Kuhstall. Da musst du ja eingeben, dass du es nicht überlädst. Oh, hat sich da jetzt die Gülle übergeladen? Nee, das kann ich, Aber wo das sind ist denn die 30.000? keine Produktion, Phil. Da kann ich nichts überladen. Wo sind die 30.000 Liter Gärreste hin, ja? Schau mal, ist es vielleicht wieder bei dir irgendwie geladen? Umgebucht. Ja, im Oder vielleicht hätte ich es da reinpumpen müssen. Fermenter ist nicht. Irgendwo in deinem Lager? Ja, warte, da muss ich mal runterspringen, weil Ja. aber eigentlich nicht. Das wäre kurios. Ja Nö, gut. 12.000 habe ich jetzt gerade wieder hier. Bug. Hast du Geld dafür gekriegt? Nee, Geld habe ich nicht gekriegt. Kann ja auch eine Produktionsstätte verwalten machen. Das heißt halt, das macht mir jetzt gerade ein bisschen stutzig. Sie können auch zur Lagerung von Gärreste bei Bau einer Pumps and Hoses Biogasanlage verwendet werden. Ich hab bei mir. Beide. Achso, du meinst, dass es nur damit funktioniert? Ja, nur wenn du eine
Ding hast. Lass mal ganz kurz Zeit runterdrehen, mal auch kurz auf Pause gehen. Ja, machen wir. Ja. Päusle. So. Kleines technisches Problem. Aber wir kriegen es hin. Zurück aufs Feld. Da fährt er Phil away. Ja, gut zur Aufklärung, wir haben festgestellt, dass das gärischste Lager von Pumps and Hosen nur anscheinend in Verbindung mit der BGA funktioniert. Und da ich keine BGA habe, hat das irgendwie jetzt einfach direkt Gülle draus gemacht. Okay. Jetzt werden wir einfach das nächste Mal, wenn wir zocken, einen Mod reinnehmen. Und mir dann Gülle-Lager entsprechend hinpauen. Genau. Habe ich jetzt aber ein bisschen Kohle über. Da war doch irgendwas Interessantes. So. Hab ich das da nicht auch noch ein Kreuzle drin gemacht? Das ist ein Suffkopf Island, ja. Na. Fischer! 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 Ja. Du Suffkopf! Da sind doch Bäume mit Kreuzle dran, was soll das? Du hast gesagt, da sind 14 Bäume, ich habe 14 Bäume gefällt. 16 habe ich gemacht. Ist doch egal, ich habe 14 gesagt. Könntest du noch umballern, bitte? Ja, dann muss ich jetzt wieder da hochfahren. Ja, komm. Auf dem Feld 198, am oberen Ecke. Wirklich nichts Kompliziertes. Und da sind auch noch... Sag mal, was für Bäume hast du umgeballert? Nicht die, allein das... im einen Feld 14 Stück. Ja, aber da beim 190er ist quasi auch an dem Feld sind auch noch welche. Wo mit einem Kreuz dran. Ja, gesagt, fahr einmal außen rum. Hatte ich aber keine Lust. Ja, ich merk's. Und hier auch nochmal zwei. Sag mal. Tut mir leid, ich bin kein Bagger fahren. Würdest du mir die noch schnell umschmeißen, bitte? Und hier sind auch noch welche. Fischi. Ne, der kann bleiben.
So, einmal Flug wenden. Hoppla. Hoppla. Absenken.
Da unten. Unten da links bei dem anderen gepflügten Feld, Sally. Hallo, wohin muss ich hin? Da wo die Bäume Kreuze haben. Komm, ich geh mit. Hops in der Karre. Weißt, da fragt man sich, wieso man das alles macht. Der. Der hier. Muss ich mithelfen? Gut, dann der hier. Ah, halt, ich bin gerade durchgefahren, Schatzi. Gut. Rennen, rennen, rennen. So, hier die zwei am Feldrand. Ist da? Kreuz. Fast. Gut. Der da vorne geradeaus. Siehst du da die drei? Hallo? Warte, da ist noch oder da ist er noch. Ach. Die zwei hier. Jesus, hallo. Der Dicke. Nicht. Doch, darfst du. Ja, so wie. Gut. Hast du's? Nee, da beim 100, siehst du das 198er Feld? Die Ecke da links vorne. Also nicht die Ecke vom Feld, sondern in der nächsten Ecke da. Da sind zwei Bäume. Bitte umhauen. Auf jeweils ein grünes X dran. Dankeschön, Herr Fischer. Toni. Ich hoffe, das gibt ein bisschen Rabatt auf der Rechnung. Nee. Was? Schweinerei. Eigentlich müsstest du Aufpreis geben. Für was? Wenn du nicht alles umholst, kann ich ja nichts für. Dass ich öfter hin muss. Ja, weil du scheiße arbeitest. Jetzt ruf ihm leicht an, der braucht Rückruf. Gell? Sag schon liebe Grüße. Ja, tschüssi.
Oh. Opa.
Juhu. Ali, brauchst du einen Pflug? Gebrauchten? Nee. Okay, dann warum? Verticke ich ihn wieder. Weil ich jetzt fertig gepflugt habe. Und danach keinen Flug mehr brauche. Ach so. Ja, meinst du nicht, dass du später irgendwann mal brauchst? Für was? Ja, weiß nicht, nochmal Felder zusammenlegen oder irgendwas? Ach. Dann kaufen wir wieder ein. Achso, ja, aber was kostet das Ding? Für 10.000 kriegst du ihn. Hält nur 2,5 Meter. Was ist das denn für einer? Was, sag mal kurz. Das ist der Acromash Pov 5 XL. Ah, nee, bis dahin dauert's noch ewig. Ja. Nee, nee. Okay, aber ich weiß es nicht. Ja. Ich keine Ahnung, welches Güllefass du jetzt genau hast, aber da ist ein Gülleausbringer gerade im Gebrauchtwagen. Ein großer. Du hast doch ein Samson-Fass, oder? Ja. Ah, scheiße. Das müsste doch deiner sein. Welcher ist das? Der SBH436. Ja, SBH436, das ist dein, also wenn es dein Fass ist. Ich gucke jetzt gerade nochmal, mein Fass, Güllefass, Güllefässer. Nee, nee, ich habe Garant. Ich brauche das Bomtech Multi 4XL. Bomek, okay. Oder Bomek, ja. Hä? Ach, den hast du. Und dann hast du einen grün gefärbt, okay. Ja. Okay. Scheiße. Das wäre jetzt fett gewesen. Will ich probieren, aber trotzdem passt. 30 Meter. 36 Meter. Ich weiß nicht, wie da die Anschlüsse sind. Ich weiß es nicht. 40%? Deine Entscheidung. Na gut, aber ja. Oh. Nee. Komm. Lass es. Da haben wir nur wieder gewurscht. Ja, ja. Alles gut. Okay. Gut. Gut, okay, okay. Wenn du willst, ich bin schlafi bereit. Ja, ich mache jetzt gerade noch kurz Wartung und dann. Einmal warten, bitte. Mal warten, bitte. Gut, ja? Dann. Ich melde mich. Alles klar. So.
kuppeln wir schon mal hier an. So, Kühlein. Jetzt ist es schon wieder auf Null. Ich weiß es nicht. Echt besser aufpassen, Mensch.
Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Lasst einen Daumen da. Wir haben die Kühe gefüttert. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüssi.